Hallo zum 141. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft in der Seabase und live im Internet. Die digitale Gesellschaft setzt sich seit der Erfindung des ARPANETs in staubigen Hörsälen, im schnellen Internet und auf schmutzigen Straßen dafür ein, dass ihr eure digitalen Rechte weiterhin wahrnehmen werdet und könnt. Ihr könnt ihnen folgen auf Mastodon unter diesen Links und Instagram. Wenn ihr das nicht habt, dann empfehle ich euch eher einen Mastodon-Account aus Gründen. Heute geht es um drei große Themen. Lobbynetzwerk, Query-Perspektive im Datenschutz und natürlich haben wir heute einen groß hochrangigen Politiker zu Gast, dazu aber später mehr. Als erstes fangen wir an mit den Barbot ist heute Charlie, der wird euch mit Getränken versorgen. Idealerweise dann die Glasflaschen irgendwo hinstellen, wo sie nicht umfallen oder euch leise schämen. Seven macht das Video und Mystic Spiral macht den Ton auf großartige Weise, wie immer. So, bla. So, wir fangen an mit Tech-Unternehmen. Was ist überhaupt ein riesiges Tech-Unternehmen? Ich habe mal aus Spaß den Marktkapitalisierungswert aus diesem Jahr dieser Unternehmen da an diese Folie gebastelt. Ganz links seht ihr das Bruttoinlandprodukt von BRD. Das steht, weiß jemand, wofür BRD steht? Bananenrepublik Deutschland, korrekt. Der junge Mann da hinten hat recht. Genau, wir sehen, die sind meistens aus einem Land. Also ein Land ist besonders gut für große Tech-Konzerne geeignet. Und zwei Ausreißer gibt es. Ein europäisches Land sieht man da jetzt nirgends. Ob das Zufall ist oder nicht, weiß man nicht so genau. Das sind Milliarden übrigens. Genau. Die Frage ist, ist das jetzt so schlimm? Und dann gibt es Leute, die sagen ja. Und die sagen nämlich, ich zitiere, unsere Demokratie wird systematisch ausgehöhlt, die Reichen werden immer reicher, die Ungleichheit auf der Welt immer größer. Es ist an uns, die abgeschotteten Systeme, diese Walled Gardens einzureißen. Sie schützen nur die eigenen Profite und nicht das Wohlergehen aller Menschen. Das klingt jetzt wie früher, scheint aber heute noch relevant zu sein. Was würde jetzt so ein Kommunist mit so einem Big-Tech-Konzern machen, ist die Frage. Die sagen, ja, man könnte ja die bisherigen Übernahmen rückgängig machen, so wie Facebook WhatsApp gekauft hat zum Beispiel. Amazons Lieferbetrieb muss nicht unbedingt am digitalen Marktplatz verbunden sein. Und ja, Werbemarkt von Google kann man irgendwie auch mal aufbrechen. Aber was es jetzt genau damit auf sich hat, wird uns jetzt der Max Bank erzählen. Der hat Wirtschaftsgeschichte mal studiert, vor 2 Jahren das Europäische Netzwerk gegen Monopolmacht mitgegründet. Und bei Lobby Control schreibt er als Campaigner über Lobbymacht und Marktmacht von Big Tech. Bitte sehr. Auf die Bühne, juhu, und klatschen. Genau. Da ist er. Ja, vielen Dank für die Einladung zum 141. Netzpolitischen Abend hier in der Seabase. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zum zweiten Mal dieses Jahr. Und ich habe mich gefragt, was hat sich eigentlich seit dem Frühjahr verändert? Und ich musste feststellen, nichts. Nicht viel zumindest. Ich würde sagen, ein bisschen was hat sich schon verändert, dank unserer permanenten Kritik durch diverse Recherchen, die wir gemacht haben seitdem. Ich würde sagen, die politische Diskussion hat sich auch verändert. Meine Folien sind weg. Ihr seht sie wieder. Und ich bin auf jeden Fall, ich habe, bevor ich hier hingekommen bin, auch noch was gelernt, nämlich, dass ich ein Alien bin. Aber ich fühle mich schon ganz schön hier, die Stunde, die ich jetzt hier war. Und freue mich dann, mit euch jetzt in Austausch zu gehen über Lobbynetzwerk, Lobbymacht von Big Tech. 4 Punkte, über die ich mit euch sprechen möchte in aller Kürze. Ein Update seit dem Frühjahr, was ist mit Lobbynetzwerk und Lobbymacht von Big Tech? Dann 2 konkrete Recherchen, 2 konkrete, ja, letztlich Geschichten dazu, wie sich das Lobbynetzwerk von Big Tech in Brüssel verhält. Einmal ein Beispiel vom aktuellen Digital Markets Act der EU und zum zweiten ein Beispiel von einer Tarnorganisation namens Allied for Startups, die jetzt seit der Europawahl schon wieder sehr aktiv sind. Das stelle ich euch kurz vor. Und dann sprechen wir über
Ansätze zur Begrenzung dieser Macht kamen jetzt schon in der Einladung kurz vor. Wenn euch das jetzt total langweilt die ganze Zeit und in den nächsten 15 Minuten euch nicht dafür begeistert kann, dann merkt euch bitte zwei Sachen. Erstens, Big Tech ist zu groß und Big Tech ist in seiner Lobbyarbeit deutlich zu intransparent, deutlich zu wenig offen. Und die Lösungsansätze, die wir dafür haben, um die Macht von Big Tech zu begrenzen, die gehen genau in die Gegenrichtung, nämlich kleiner machen und offener machen. Das sind die zwei Grundsätze, die wir in unserer Arbeit verfolgen, sowohl was das Lobby-Thema angeht, als auch was die eigentliche sozusagen ökonomische Macht dieser Unternehmen angeht. Punkt 1. Machen wir einen Schnelldurchritt durch Lobby-Netzwerk und Lobbymacht von Big Tech. Das hier sind Zahlen zwischen 2021 und 2023. Man sieht, die Lobbyausgaben von der Tech-Industrie in Europa sind immer weiter gestiegen in den letzten Jahren. Das ist ein Trend, der sich tendenziell auch fortsetzt. Und wir haben jetzt noch keinen neuen Sample für 2024 erstellt. Ich denke, 2025 machen wir dann einen neuen. Und wie ich gehe davon aus, dass sie mindestens gleich bleiben, wenn nicht höher werden, auch wenn wir in der neuen EU-Legislatur vermutlich nicht so viel Digitalgesetzgebung sehen werden, aber doch hoffentlich Durchsetzung dieser Gesetzgebung, gegen die man natürlich auch mit Lobbymacht vorgehen kann. Könnt ihr das alle lesen? Ja? Kann ich einen Daumen hoch sehen irgendwo? Ah, das ist gut. Das beruhigt mich. Das sind Daten aus dem EU-Lobbyregister und das sind Unternehmen nach Lobbyausgaben, wie ihr seht. Und man sieht, unter den ersten 6 Unternehmen sind 5 große Tech-Unternehmen aus den USA. Also alle Gamma-Unternehmen sind dabei nach Lobbyausgaben. Und man sieht hier auch etwas Spannendes. Also das sind mittlerweile 33 Millionen Euro, die die allein 23,5 Millionen Euro, die die mittlerweile allein ausgeben. Vor einem Jahr sah das noch anders aus. Da gehörten unter die Top 6 noch andere Unternehmen außer Tech-Unternehmen. Ein weiteres zumindest. Hier ein weiteres wichtiges Merkmal in Sachen Intransparenz interessant, aber auch in Sachen Lobby-Netzwerk interessant. Große Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft arbeiten sehr eng zusammen mit Denkfabriken. Das geht darum, dass diese Denkfabriken ja scheinbar neutrale Positionen in den politischen Diskurs um Gesetzgebungen einbringen in Brüssel und gleichzeitig deutlich von Tech-Unternehmen finanziert werden. Es geht hier um politische Landschaftspflege durch Big Tech und die prägt sich unterschiedlich aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, jede Denkfabrik, die da jetzt genannt hat, wird und von Google Finanzierung bekommt oder wo Google Mitglied ist, hat deshalb auch gleich Google-freundliche Positionen. Das ist schon sehr unterschiedlich. Aber man sieht halt, es gibt eine deutliche Finanzierung durch Tech-Unternehmen dieser Denkfabriken. Und natürlich wirkt sich das mittelfristig auf die Art und Weise aus, wie man zu diesen Tech-Unternehmen arbeitet. Und teilweise wirklich auch hanebüchen wirkt es sich aus. Ich nehme mal SIP, seht ihr unten, European Center for International Political Economy. Eine Denkfabrik, die zu Beginn der Debatte um den Digital Markets Act 2020 eine Studie veröffentlicht hat, es wird zu Millionen Arbeitslosen oder weniger Arbeitnehmerinnen kommen und Bruttoinlandsproduktverlusten dadurch, dass ein neues Gesetz kommt wie der Digital Markets Act. Völliger Humbug. Man wusste damals noch nicht mal, wie der Entwurf zum Digital Markets Act aussah. Und trotzdem hat man in einer großen Studie davor gewarnt. Der ehemalige Chefökonom der EU-Wettbewerbsbehörde hat gesagt, da würde jeder Student, jede Studentin bei ihm durchfallen. Wo sind wir zeitlich? Okay. Hier auch noch mal eine Illustration eines Einzelkonzerns, Amazon und sein Lobbynetzwerk. Interessant hierbei, und darauf will ich vor allem hinaus, teilweise sind die Verbindungen zu den Denkfabriken nicht offengelegt. Also zum Center for European Policy Studies, CEPS,
zum Center for European Reform, CER, das sind diese braun gefärbten, sind die Verbindungen nicht offengelegt worden. Erst nach unserer Kritik wurden sie teilweise offengelegt und tauchten dann im Transparenzregister endlich auf. Diese Folie, also wir sprechen ja hier von Update, ist nicht mehr up to date. Hier steht was von 2,75 Millionen Euro Lobbyausgaben. Die liegen mittlerweile bei 5 Millionen, aber tatsächlich nur, weil wir mit den auf der Folie stehenden Partnerinnen, Partnerorganisationen eine Beschwerde eingelegt haben, beim Lobbyregistersekretariat gesagt haben, das kann nicht sein, dass die so wenig ausgeben, hatten eine gute Begründung dafür, haben gesehen, dass die teilweise mit anderen Organisationen oder sozusagen Lobbyagenturen beschäftigt haben, wo Ausgaben größer waren als angegeben. Genau, und Amazon musste daraufhin tatsächlich jetzt vor kurzem, erst vor einer Woche, seine Lobbyausgaben nach oben korrigieren. 2 Wochen, glaube ich, waren es. Also, hier sieht man 2 Charakteristiken, die ich am Anfang genannt habe. Zu groß, extrem viel Lobbymacht, wichtigster Lobbyakteur in der EU insgesamt. Also wenn man es sozusagen auch mit der Autoindustrie vergleicht, die Top 10 Autounternehmen in Europa, die Lobbyarbeit machen, geben 1/4 von dem aus, was die Top 10 Tech-Unternehmen in Europa für Lobbyarbeit ausgeben. Meine 2 Geschichten. Die eine Geschichte ist eine aktuelle Recherche, haben wir vor einer Woche erst veröffentlicht. Der Digital Markets Act sieht ja vor, dass der Marktmachtmissbrauch von großen Tech-Unternehmen begrenzt werden soll. Die davon erfassten Unternehmen, hier sind fast alle dabei, es ist noch Booking dazu gekommen, haben bestimmte Pflichten, die sie erfüllen müssen, wo sie compliant mit sein müssen. Und deshalb hat sich die EU-Kommission was Tolles ausgedacht. Wir laden die Zivilgesellschaft ein, wir laden auch von der Macht von Big Tech betroffene kleine und mittelständische Unternehmen ein, doch mal zu überprüfen, Fragen zu stellen an die großen Tech-Konzerne, in Workshops, ob sie sich an die Regeln halten oder nicht, aus ihren eigenen Erfahrungshorizonten heraus. An und für sich eine sehr gute Idee. Das Problem, was sich herausstellte, ist, dass, das sieht man hier, 26% der registrierten Teilnehmerinnen entweder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tech-Konzerne waren oder eine Verbindung zu denen hatten. Und da sind wir wieder bei diesem Thema nicht offen, nicht transparent zu agieren, diese Verbindungen bis auf 3 oder 4 nicht offengelegt haben. So, obwohl es eine Bitte der EU-Kommission bei der Registrierung zu den Workshops gab, dies zu tun. Nicht passiert. Wir haben die Ergebnisse auch der EU-Kommission vor der Publikation vorgestellt und sie haben gesagt, wir werden das verbindlicher gestalten beim Anmeldungsprozess. Beim nächsten Workshop werden wir jetzt sehen, bin ich gespannt. Ende November kommt der Booking Compliance Workshop und hoffentlich wird das dann da mit der Registrierung anders und es kommen andere Stimmen vor allem in den Workshops zu Wort. Das ist eine weitere Forderung, die wir der EU-Kommission mitgegeben haben. Wenn Leute dort sprechen, sollen sie vorher sagen, habt ihr eine Verbindung zu Apple, habt ihr eine Verbindung, nee, in dem Fall jetzt im November, zu Booking oder nicht. Also bei denen, die Verbindungen zu den Tech-Konzernen haben, geht es um Anwaltskanzleien, geht es um Denkfabriken, geht es um Lobbyagenturen und natürlich Tech-Industrieverbände. Nochmal verdeutlichend, was das eigentlich bedeutet insgesamt. Der Digital Markets Act wird von 80 Beamten, Beamtinnen und Beamten der EU-Kommission durchgesetzt gegenüber den Tech-Konzernen. Sie haben vielleicht noch 20 Leute, das sieht man hier unten, die aus anderen Ministerien, Directorate Generals nennt sich das, DGs, dazukommen und unterstützen. Also maximal 100 Leute. Die Tech-Konzerne waren da gab es registrierte Teilnehmerinnen bei diesen Workshops. Das waren dann insgesamt 388, 106 sozusagen, die für die Gatekeeper arbeiten und 282 mit Verbindung. Also es gibt ein massives Ressourcenungleichgewicht. Die Machtverhältnisse zwischen denjenigen, die Gesetze durchsetzen und denjenigen, die die Gesetze
torpedieren und versuchen, da eben sich nicht dran zu halten, sind immens. Und das ist ein Problem. Wo sind wir zeitlich? Habe ich noch ein bisschen? Ja, gut. Dann noch ein Beispiel. Tarnorganisationen oder sogenanntes Astroturfing. Ein Beispiel, und zwar gibt es eine schöne Organisation in Brüssel, heißt Allied for Startups, klingt super. Die setzen sich für Tech-Startups in Brüssel ein, das denkt man doch, wenn man das hört. Neue Abgeordnete haben dann diese schöne Einladung bekommen. Dear, we are delighted to invite you to our VIP Policy Dinner 2024 und so weiter. Genau, hinter Allied for Startups strecken vier der fünf großen Tech-Konzerne, Microsoft, Amazon, Google, Apple. Und das findet man irgendwo auf der Webseite, aber erstmal, wenn man so eine Einladung bekommt, denkt man da nicht dran. Und die Agenda ist auch sehr nah an der Tech-Konzerne. Das haben wir während der Debatte zum Digital Markets Act und zum Digital Services Act und zum AI Act in der letzten Legislatur sehr deutlich sehen können. Genau, und deshalb haben wir davor gewarnt. Wir haben auch diejenigen, die in der Kommission tatsächlich auf der davor stattfindenden, vor dem Policy Dinner stattfindenden Jahresversammlung sprechenden Kommissionsmitglieder gesagt, geht da bitte nicht hin. Das ist eine Tarnorganisation von Big Tech. Haben sie trotzdem gemacht, fanden wir nicht so toll. Aber sie haben sich immerhin bedankt dafür, dass wir sie darauf hingewiesen haben. Und es gab ein paar Abgeordnete, die sich tatsächlich kritisch zu Wort gemeldet haben wegen diesem Policy Dinner. Noch ein Hinweis für diejenigen, die sich vielleicht so ein bisschen mit Brüssel und Lobbying beschäftigen. Die Ex-Chef-Lobbyistin von Facebook, Meta, ist Ora Salla. Ora Salla ist jetzt ist jetzt im Europäischen Parlament für die Europäische Volkspartei, also sowas wie CDU/CSU. Und war die Keynote-Sprecherin auf diesem schönen Event von Allied for Startups. Sie vertritt sehr tech-freundliche Positionen. Ora Salla hatte auch schon, ich war völlig baff, seit Beginn der neuen Legislatur, wohlgemerkt Mitte, Ende Juni, mehr als 120 Lobbytreffen. Das erste, sie stammt aus Finnland, mit Nokia. Und das zweite mit Google. Genau. Und alle Tech-Unternehmen waren schon dabei, Meta natürlich auch. Insofern jemand, den wir sehr kritisch beobachten. Sie hält sich an alle Regeln, muss man dazu sagen. Aber sehr tech-freundliche Chef-Lobbyistin von Meta im Europäischen Parlament. Was kann man dagegen machen? Wir sagen, eigentlich in Brüssel gibt es ganz gute Regeln gegen einseitigen, undurchsichtigen Lobbyismus. Sie werden nur an vielen Stellen unzureichend durchgesetzt. Und da haben wir tatsächlich ein Riesenproblem, denn wir haben eigentlich keine funktionierende, unabhängige Behörde, wir sagen eine Lobbybehörde mit Biss, die Interessenkonflikte verhindert. Die verhindert, dass Leute aus der Kommission zum Tech-Konzern wechseln, dass der ehemalige, einer führenden Ökonomen der EU-Wettbewerbsbehörde dann plötzlich bei Microsoft arbeitet zu Wettbewerbsfragen. Das wurde nicht verhindert. Es gibt viele eben dieser Interessenkonflikte und Seitenwechsel, die nicht Beachtung finden und wo wir das Gefühl haben, es liegt nicht an den Regeln, sondern es liegt an der Durchsetzung der Regeln und an einem unabhängigen Verfahren. Das ist das eine. Also wir glauben, dass es eine unabhängige Behörde klingt total unsexy, aber ich glaube, es braucht einfach irgendwas Unabhängiges, das diese Interessenkonflikte stärker beobachtet. Und wir brauchen, ich glaube, in der nächsten Legislatur in Europa sehen wir nicht besonders viel Digitalgesetzgebung, aber wir haben eigentlich ganz gute Gesetze jetzt bekommen. Und die müssen durchgesetzt werden. Ja? Und ihr habt eben das Ressourcenungleichgewicht gesehen. Deshalb brauchen wir eigentlich mehr Ressourcen, um diese Gesetze vernünftig durchzusetzen. Und das ist auch etwas, worum man streiten muss, gerade in einer Situation, wo immer die knappe Haushaltslage in der Diskussion ist. Aber halte ich für sehr, sehr wichtig. Dritter Punkt. Es gibt
wettbewerbspolitische Verfahren, die die Macht von Tech-Konzernen massiv begrenzen könnten. Eins wurde eben auch schon genannt, nämlich Zerschlagung von Google, Abtrennung von EdTech. Da läuft auf EU-Ebene gerade ein Verfahren. Das ist sehr akut, da steht eine Entscheidung bevor, wie das da weitergehen soll. Das als Zivilgesellschaft zu begleiten, da Druck zu machen, dass eine Zerschlagung stattfindet, halten wir für sehr wichtig, um die Macht von Big Tech zu begrenzen und auch ein Exemplum zu statuieren von europäischer Seite aus. Und letztes ist nochmal sowas, was wir jetzt vor kurzem mit mehr als 70 Organisationen, ich glaube mittlerweile 100 weltweit veröffentlicht haben, ein zivilgesellschaftliches Manifest, was so eine Perspektive aufmacht für die Sachen, für die wir streiten sollten. Und das sind zwei Dinge, neben jetzt diesem meinem Kerngeschäft Lobbymacht, ist, wir müssen die strukturelle Macht der Tech-Konzerne direkt angehen durch Zerschlagung, durch Öffnung der Dienste. Ich hatte eben gesagt, wir haben zu große Konzerne und wir haben zu wenig offene Konzerne. Das gilt nicht nur für das Lobby-Thema, sondern das gilt eben auch für die Offenheit der Dienste. Ja? Also Stichwort Interoperabilität. Und wenn wir zu wenig Geld haben, um Gesetze vernünftig durchzusetzen, ja, dann verdammt nochmal irgendwie eine Digitalsteuer einführen und mehr Geld von diesen Unternehmen, die ja wirklich genug haben und genug Dividenden verteilen können, abschöpfen. Und ich glaube, ihr wisst es selber wahrscheinlich viel besser als ich, aber es gibt ja doch eine Monopolisierung in zentraler digitaler Infrastruktur. Nehmen wir mal die Cloud, ne, 3 Anbieter, die wirklich einen Großteil, also einen sehr, sehr großen Anteil am Markt monopolisiert haben. Cloud, ne? Wer dominiert die Cloud? AWS, ja, Amazon, Google, Microsoft, die 3. Genau, und ich glaube, wenn man nicht mit einer staatlichen Industriepolitik auf der anderen Seite für ein offeneres und vielfältigeres Ökosystem digitaler Dienste eintritt und sich sozusagen davon frei macht, zu sagen, nee, also der Staat darf nicht eingreifen in die Wirtschaft. Nee, ich glaube, er muss jetzt gerade eingreifen, um ein offenes, freies, faires Internet zu gestalten, gestaltbar zu machen. Ich glaube, ohne das geht es nicht, denn also ja, der Markt allein wird das nicht auflösen. Die Monopolisierung hat stattgefunden. Wir müssen sie aufbrechen. Ich danke euch. Dankeschön, Max. Wer hat Fragen an Max und möchte sie jetzt stellen? Ah, juhu. Ja, machen wir so. Ach so. Ja, ich bin da völlig bei dir, aber die bisherigen Versuche, irgendwas zu entflechten in den USA, zum Beispiel AT&T, haben dazu geführt, dass anschließend die einzelnen Subunternehmen, die da rausgekommen sind, mächtiger waren als das gesamte vorher, oder auch die Entflechtung von IG Farben hat dazu geführt, dass alle Firmen, die zu IG Farben beigetragen haben, hinterher mächtiger waren als die ursprünglichen Sachen. Wie willst du das verhindern? Ich würde sagen, in der aktiven Wettbewerbspolitik die Marktkonzentration weiter im Blick hat. Ja, also ich gebe dir vollkommen recht, IG Farben Entflechtung war die einzige erfolgreiche in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten andere, ne? Die Deutsche Bank wurde ja auch in 4 Einzelteile entflochten und war nach 2 Jahren wieder eine Bank. Und das Gleiche gilt für die Stahlindustrie. Aber ich glaube, wir müssen das probieren. So, und AT&T bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt als nicht erfolgreicher Teil, als nicht erfolgreiche Entflechtung gelten kann. Also zumindest habe ich gehört, dass es dazu noch Forschung gibt. Monika Schnitzer, eine unserer Wirtschaftsweisen, forscht zu AT&T genau und versucht eigentlich gerade ein Argument dafür zu finden, dass das eine erfolgreiche Entflechtung war. Aber also sagen wir so, ich sage, dieses Maß an Machtkonzentration kann eine Demokratie nicht vertragen. So. Ob sie ökonomisch oder politisch ist, ich bin für Dekonzentration von Macht und die Wettbewerbspolitik bietet Instrumente der Zerschlagung. Dass das damit nicht gelaufen ist, sehe ich auch ein, ja? Dass man Marktkonzentration weiter verhindern muss und dass die, glaube ich, bei jetzt im Fall von IG Farben, nehmen wir das Beispiel mal, da ist ja viel über Patentmonopolisierung dann auch weitergelaufen. Patente muss man auch im Blick haben, ja? Also
Das, und ohnehin wollte ich jetzt auch nicht sagen, strukturelle Macht von Tech-Konzernen aufbrechen durch eine Entflechtung. Damit ist alles gelaufen. Ich glaube, dass wir weiterhin auch Regeln brauchen, Regulierungen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass wir in einer demokratischen und guten Gesellschaft mit fairen Regeln leben. Die Entflechtung kann nur der Anfang sein, ja klar. Und ich sage auch, sie muss begleitet werden durch eine staatliche Industriepolitik, die dafür sorgt, dass Dienste offen werden, dass es auch Alternativen gibt, die sich entwickeln können. Weitere Fragen? Ja. Das ist jetzt vielleicht eher ein Kommentar, aber dazu, als AT&T entflochten wurde, sind eben diese ganzen Patente, die du angesprochen hast, freigegeben worden. Und das hat eben dazu geführt, dass es sehr viele Innovationen gab. Und sich, also technisch gab es unglaublichen Fortschritt. Und dann sind die, ist das Unternehmen vielleicht gewachsen insgesamt, aber das kann ja auch heißen, dass quasi also der Umsatz quasi gestiegen ist. Und das kann ja auch was Gutes sein, wenn mehr Menschen was nachfragen. Ich kenne den AT&T-Fall nicht, wäre vermessen, jetzt dazu zu reden. Ich fand es nur spannend, dass die Schnitzer dazu forscht. Und ich finde es eine legitime Debatte, darüber zu reden, was Entflechtung bringt. Ne? Aber ich glaube, diese Machtkonzentration können wir uns als Demokratie nicht leisten. Punkt. Weitere Fragen an Max Back? Dann frage ich mal ganz naiv. Du hast jetzt hier Sachen aufgeschrieben, die hilfreich sind. Kannst du es konkretisieren? Was wären jetzt so ein, zwei Sachen, die schon passieren, die schon einen Erfolg zeitigen? Oder was wären konkrete Beispiele, die man zivilgesellschaftlich jetzt machen kann? Oder ja, Punkt, Fragezeichen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es in den nächsten 12 Monaten zwei Dinge gibt, die man auf jeden Fall in Blick nehmen sollte. Das eine ist das Google AdTech-Verfahren in Europa. Das andere sind die US-Verfahren und da ist spannend, was jetzt heute Nacht und morgen passiert, wie es auf der US-Seite weitergeht, ob die Verfahren gegen Google weitergehen. Aber das zu beobachten als Zivilgesellschaft zu sagen, ist es wichtig, dass ihr da dran bleibt. Und gerade in Europa, wenn die USA ausfallen, muss AdTech von Google abgetrennt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, kennt ihr sicherlich auch alle gut, ist, die KI ist natürlich nochmal ein Verschärfer von Monopolisierung in Europa, aber auch weltweit. Die innovativen Unternehmen kaufen ja sozusagen die Big Tech-Unternehmen auf. Und da eine Antwort drauf zu finden und als Zivilgesellschaft zu sagen, dieser Monopolisierungsverschärfer, der darf jetzt nicht auch noch durch Big Tech irgendwie genutzt werden und Big Tech darf da nicht allein von profitieren. Da müssen wir zumindest darauf drängen, dass wir hier eine Debatte darüber führen, wie wir das verhindern. Eine Frage noch. Ist euch, kann ich? Mich würde eigentlich interessieren, wie genau funktioniert das dann eigentlich mit diesen Tarnorganisationen? Also einfach nur rein auf einer sachlichen Ebene. Also ich stelle mir vor, ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen, irgendeine Organisation gründen, irgendwo in Brüssel eintragen und dann irgendwie Parlamentarier anschreiben. Das wird ja wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren. Also sie müssen ja irgendwas machen, um Glaubwürdigkeit zumindest zum Schein aufzubauen, irgendwas, dass diese Parlamentarier tatsächlich auch zu diesen VIP-Treffen oder sonst irgendwie kommen, weil es kann ja nicht Otto normal irgendwie auftauchen und die einfach anschreiben. Also mich würde einfach interessieren, wie das so im Hintergrund funktioniert. Also es finden natürlich tagtäglich solche Policy-Dinners in Brüssel statt. Und so eine Abendveranstaltung ist durchaus mal attraktiv, da hinzugehen als Abgeordneter, auch wenn man da so nett eingeladen wird. Und klar, also ich meine, ich finde erstmal sich als Startup so dahinzustellen, als Startup-Verband, ist doch jetzt erstmal interessant. Also wer sich in Brüssel hinstellt und sagt, ich vertrete KMUs, hat erstmal gewonnen. Ja, also weil das ist total attraktiv. KMUs, Startups, das ist das, was Europa fördern soll. Das macht unsere Innovation aus. Und natürlich liefern die eine Agenda und die ist dann zum Teil halt sehr Big Tech-freundlich. So. Du könntest auch eine Organisation in Brüssel gründen, würde ich auch befürworten, wenn du sowas machst.
Okay, ja, ich frage mich gerade, ich könnte also einfach eine Briefkastenfirma aufmachen und ein paar Leute in Brüssel anschreiben, wenn ich das schön genug schreibe, würden dann tatsächlich Leute kommen oder wie? Naja, also du brauchst natürlich auch schon Geld dafür, ja? Und das Geld kommt aber in dem Fall ja von Big Tech. Geld, um Leute da zu haben, die gute PR-Arbeit machen. An dieser Stelle weise ich nochmal darauf hin, dass unsere Redner alle am Ende noch einmal da sind und ihr in Ruhe mit denen über alles nochmal quatschen könnt und die befragen könnt. Letzte Frage würde ich jetzt noch anbieten, wer möchte. Da ist, meldet sich gerade jemand ganz hinten am Ende des Saales. Das Mikrofon wird schnellstens überreicht und da kommt die Frage. Ja, ich erinnere mich noch an das Verfahren gegen Microsoft, was den Internet Explorer angeht. Im Grunde genommen hat das ja so lange gedauert, irgendwie, bis der Internet Explorer faktisch schon wieder auf dem absteigenden Ast war. Und jetzt macht Microsoft dasselbe, nennt das Produkt Edge und hat wieder standardmäßig irgendwie sein blödes Bing und seinen blöden Edge-Browser installiert. Wie kann man das machen, dass diese Verfahren etwas beschleunigt werden? Weil 8 Jahre oder 10 Jahre sind einfach zu lang für die Tech-Welt. Stimme dir sofort zu. Ich glaube, man braucht mehr Ressourcen und zwar nicht nur bei den politischen Institutionen, bei den Behörden, die so ein Verfahren führen, ne, EU-Wettbewerbsbehörde, in dem Fall Google AdTech, aber eben auch bei den Gerichten. Auch da fehlen Ressourcen, um so Verfahren vernünftig zu begleiten. Also ich glaube, wenn wir starke, ressourcenstarke demokratische Institutionen haben, dann sind wir auch schneller in den Verfahren. Es gibt sicherlich auch Verfahrensbeschleunigungen, die jenseits von Ressourcen liegen, aber das ist schon sehr zentral. Und ich gebe dir recht, also es muss schneller gehen. Danke. Gerne. Danke, Max Bank, dafür. Einmal Applaus für Max Bank. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir